Ciao a tutti, carissimi amici del ciclismo. Benvenuti al Besenwagen, il vostro podcast preferito. Insieme al nostro carro Scopa abbiamo lasciato il sud per ritrovarci al nord dello stivale più bello del mondo. Dopo tutta questa maledetta pioggia, speriamo di finalmente poter chiudere gli ombrelli ed appendere le giacche. È arrivata l'ora di mettersi i pantaloncini e di godersi un po' di sole italiano. Con il colle del San Bernardo ed il passo del Sempione, le prossime tappe saranno piene di sfide per i nostri ciclisti. Allora ragazzi, facciamoci un bel piatto di pasta e godiamoci le prossime giornate. Allora, grazie Olli per l'introduzione l'italiana. Schöne italienische Einleitung wieder bekommen. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Meiner ist Andi Stauff. Ja, und danke an Rafa, dass sie uns fit machen während Giro und während dem ganzen Jahr. Vielen Dank. Ich wollte noch mal erwähnen, letzte Woche hatten wir von Giacomo so eine Einleitung und der hat mich noch mal angehauen, dass ich noch mal kurz erwähnen soll. Der ist nämlich von diesem Gelato Riding Club und die organisieren in Offenbach Rad, Wein und Gesang am 21. 22.07. Das ist nicht nur Frauen-Bundesliga und Juniorinnen-Bundesliga, sondern auch Elite, Elite-Amateure und Stadtmeisterschaft Offenbach. Also das ist doch mal ein guter Name für ein Radrennen. Habt einen eigenen Instagram-Account. Rad, Wein, Gesang. Wann war das nochmal? 21.22.07. Ja, ey. Ich habe so ein bisschen Pauls Lifestyle jetzt angedippt die letzten 2-3 Tage. Ich bin richtig froh, euch zu sehen. Es ist so ein bisschen wie zu Hause jetzt gerade. Ich bin irgendwie an der vierten Station, nur on the road. Das ist ja nicht mein Ding auf jeden Fall. Wäre Radprofi eh nichts für dich gewesen, Basti. Nee. Paul verträgt das. Ja, scheint zumindest gerade noch so. Ich bin auch gespannt, wie lange noch. Ich glaube, ich habe im letzten Monat vielleicht 5 Tage. Ja, ich, also auf jeden Fall, ich kriege die Tage nicht zusammen, wo ich im eigenen Bett geschlafen habe. Und jetzt bin ich ja auch wieder weg und danach auch. Also es ist schon... Shit, Mann. Ich bin überrascht, dass es noch funktioniert. Mal gucken, wie lange noch. Hast du so einen Mid-Season-Break eingebaut irgendwo? Ich fahre ja unbound, dann fliege ich zurück, dann geht es nach Finnland und von da aus dann 2 Wochen in Urlaub. Und von Urlaub dann halt direkt zum Live-Podcast zur Deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht, hat mir schon gedacht, dass wir Live-Podcast machen? Der damit jetzt angekündigt. Ja, Glückwunsch nochmal. Der ist damit jetzt angekündigt. Glückwunsch nochmal, Paul, zur Domination des deutschen UCI Gravel Races. Ja, danke. Überraschend. Überraschenderweise. Ich durfte das ja live verfolgen. Es war ein crazy Modus auf jeden Fall. Muss ich sagen, ich glaube, du bist 100 Kilometer bis Slalom gefahren, denke ich mal, circa. Ja, Überrundung war ein Thema, sagen wir mal so. War schon... 7 Runden, ich glaube Ende Runde 2 oder Anfang Runde 3 habt ihr angefangen, Leute zu überrunden. Ja. Und also letzte Runde... gab es mal so einen Anstieg vom Ziel, das war schon Harakiri, also da zwischen den Leuten durch und du hast gemerkt, wie die anderen es nutzen wollten, um Lücken aufzureißen. Alter, muss man sich auch fast eigentlich an alle Beteiligten oder Mitfahrenden entschuldigen, weil wir da durchgeflügt sind. Also es war ja wirklich, wir sind ja zum Teil doppelte oder dreifache Geschwindigkeit gefahren, ne? Jetzt ohne Übertreibung. Und ja. Also ich wusste schon, was ich mache auf dem Rad, aber ich habe mir manchmal Sorgen gemacht, um die Leute, an denen wir vorbeirasen. So. Aber gut, was willst du machen auf so einem Rundkurs? Ne? Ist halt so. Größere Runde? Ja, aber es ist nicht so einfach. Gab es ja eh auch so ein bisschen Stress da. Leute wollten nicht, dass das Rennen da stattfindet und so. Also in der ersten Runde standen ja auch Gitter auf der Strecke. Wenn Mike Kluge nicht vorausgefahren wäre, als Führungsfahrzeug sozusagen, wären wir da voll reingefahren mit dem ganzen Feld. Und da haben Leute einfach Gitter hingestellt oder was? Ja, 3 hintereinander, so Abstand von 100 Metern. Und selbst nachdem Mike es umgeworfen hatte, hat immer nur ein Fahrer vorbeigepasst. Und wir hatten ihn nicht gesehen, die war so im toten Winkel. Und wir wären da halt
mit 40 oder sowas werden wir halt reingeballert mindestens. What? Also das ist, ja. Das war jetzt auch im WDR in den Nachrichten und so, aber das ist schon jetzt auch ein bisschen ein Ding. Wusstest du gar nicht, dass Aachen so assi Anzeige ist? Anzeige wurde erstattet und so. Ja, keine Ahnung. Ja, ich will mich dazu jetzt auch nicht weiter äußern, aber ist ja zum Glück nichts passiert. Richtig geil, richtig deutsches Gravel-Rennen. Ja, alles dafür tun, genau. Dass kein... nationalen Gepflogenheiten, genau. Kulturellen Gepflogenheiten. Unfassbar. Plus kein Sport außer Fußball oder Pferderennen. Ja, Pferderennen in Aachen auch ganz groß, ja. Mhm. Ja, Paul hat das Rennen dominiert. Ja, dominiert habe ich es nicht. Ich finde ganz witzig, wie eine einschlägige Bekleidungsmarke jetzt diesen UCI Gravel Zirkus, die Sieger, den Führenden dominiert. Wie gut ist das eigentlich, dass Paranormal einfach jetzt dieses Führungstrikot gemacht hat und das alle anziehen müssen, die definitiv meistens von was anderem gesponsert sind. So. Ja, ich finde es auch ein bisschen hart, wie groß das Branding. Siegertreppchen einfach so ein paar. Ja, Logo hätte ich auch so gemacht, wenn ich die gewählt hätte. Aber schon auf jeden Fall Marketingstunt. Aber wenn du dir sonst so die Trikots bei der UCI-Rennen anschaust, da steht der Sponsor, so in dem Maß ist mir jetzt nicht bekannt, dass es so krass draufsteht. Ey, und dann, es war im Nachhinein auch so, dann wollten Leute noch Fotos damit machen, dann meinte ich auch, ey, sorry, aber Alter, ich ziehe jetzt nicht ein Trikot nochmal an, wo ganz groß irgendeine Marke draufsteht. Also du bist auf jeden Fall in der Zwickmühle so als Athlet. Aber jedes Führungstrikot bei einer Rundfahrt ist von irgendeinem Hersteller gebrandet. Nee, aber da steht nicht einen halben Meter groß. Da steht einfach halt Name vom Sponsor. Genau, also das war auf da, wo normalerweise das Team draufsteht, wo Andi da stand, über die ganze Brust der Name drauf. Und es gab ja ein Trikot für die Altersklasse, das klassisch, auch von Paranormal, aber halt mit den Streifen. Aber das Siegerehrungstrikot quasi für das gesamte Rennen, da steht überdimensional groß das halt drauf. Und die finde ich jetzt bei Kleinanzeigen so, Paul Voss, oder? Nee, also ja. Am Ende, keine Ahnung, also ich mache mit solchen Sachen nie was, die verschwinden bei mir alle in meinem Keller. Also ich habe im Keller ein ganzes Arsenal an irgendwelchen Trikots und Medaillen, also können wir irgendwann mal für einen guten Zweck versteigern. Auf eBay. Gute Flohmarkt. Idee. Ja, weil, also ich kann mit sowas nichts anfangen. Ja. Habt ihr meinen kleinen Instagram-Livestream vom Livestream der Erzgebirgsrundfahrt verfolgt? Ja, so ein bisschen auf. Ja, ich habe am Anfang gesehen. Neues Thema. Aber ich bin dann ausgestiegen, weil nichts passiert ist. Okay. Ja, crazy. Crazy einfach, dass ich morgens noch gedacht habe, ey, Mann, wenn es einen Livestream von dem Bundesliga-Rennen heute geben würde, ich würde es mir echt reinziehen. Ich kenne, okay, es ist auch eine spezielle Position, aber ich kenne wahrscheinlich 50 Leute in dem Rennen und hätte tierisch Bock zu sehen, wie die gegeneinander Rennen fahren auf der Strecke. Und dann irgendjemand postet hier Link zum Livestream. Ich so, krass, okay, es gibt einen Livestream. Und dann hat man da einfach einen Livestream vom Start gemacht. Und danach hast du die Fahrer nie mehr gesehen, aber die haben 4,5 Stunden Livestream gemacht. Also sie hatten noch irgendwie so 2 stationäre Kameras irgendwo auf der Strecke, aber selbst die haben extrem geruckelt und du hast das Feld eigentlich nur 3 Sekunden lang gesehen in so Standbildern. Und ich habe mich einfach nur noch gefragt, ich habe dann so geschaut, wie so ein Kinderrennen lief, habe mir diverse lokale Unternehmenschefs angeguckt, wie die über das Sponsoring von dem Rennen geredet haben. Und war dann einfach ein bisschen gefangen wie in so einem Unfall-Szenario. Ich konnte auch nicht mehr weggucken. Und ich frage mich einfach so, ey. Meinst du, das war so geplant? Da sind einfach Leute. Oder haben die so einfach das Live-Bild nicht hinbekommen und dann so zur Not einfach irgendwelche Leute vor die Kamera geholt? Nee, das ist schon das 2. oder 3. Jahr, dass das so ist. Ach ja, okay. Und dann frage ich mich halt so, ey, ich will die Leute auch gar nicht angreifen da, denn die haben ja sogar Bock, was zu machen. Mhm. Die haben das Rennen da und dann stellen die irgendwie so einen Livestream auf die Beine, aber verrückt, wie hilflos, wie man denkt jetzt, okay, wir müssen einen Livestream machen mit irgendwas, um irgendeine Art von Vermarktung zu bekommen oder weiß ich auch nicht. Also man will helfen, aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ist ja nun wirklich keinem geholfen.
Also ich gucke ja das ganze Jahr über solche selbstgemachten Streams so ungefähr. Ne? Juniorenrennen haben jetzt keine professionelle Übertragung, auch viele U23-Rennen. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, U23 Roubaix. Also das braucht man auch nicht zu gucken. Also das war die ganze Zeit nur die Spitzengruppe von hinter dem Funktionärsfahrzeug. Mhm. Also da hat man sich auch sparen können. Ja, aber wie du sagst, ne, irgendwie. Aber da hast du wenigstens im Finale, wenn du wirklich einen von diesen Fahrern aus der Spitzengruppe verfolgt hast, hast du wenigstens verfolgen können, dass der da noch drin ist. Ja, okay. Ich habe es ja auch geguckt. Und da war einfach gar kein Bild vom Rennen. Aber ein Livestream vom Rennen, also. Ja, ich keine Ahnung, vielleicht muss man für die Bundesliga mal da irgendwie eine, ja, war schon mal eine Idee beim BDR, sowas anzubieten. Es ging damals um eine ganz andere Geschichte, aber genauso könnte man das ja eigentlich auch machen mit Übertragung, dass sich eben alle Veranstalter zusammentun. Ja. Aber das war damals für ein Hygienekonzept für die Bundesliga-Rennen, dass die während der Pandemie stattfinden konnten. Und da hat der BDR auch alles von sich gewiesen und gesagt, so nee, lass das mal die Veranstalter machen. Ja, eigentlich müsste man da vielleicht gucken, dass man ein fähiges Produktionsteam findet, dass dann die, ne, wenn man sich da mit allen Veranstaltern zusammentut, vielleicht auch dem Verband, aber ich glaube, da müssten ja dann auch die Rechte frei sein, oder? Gilt das auch für diese Sport-Deutschland-TV-Geschichte? Das lief ja jetzt auf Sport-Deutschland-TV. Das Ding ist ja, dass Sport-Deutschland-TV nicht daran gelegen ist, das selber zu produzieren. Mhm. Ob es dann dort läuft oder nicht, ist ja erstmal egal. Man kann das ja da gucken, wenn es halt gescheit produziert werden würde oder halt. Ne? Also wie du sagst, man müsste sich zusammensetzen, man müsste irgendwie eine Produktionscrew zusammentrommeln, die das zu einem angemessenen Preis irgendwie halbwegs umsetzen kann. Ich kenne es aus dem Sauerland, da kenne ich auch so die technischen Anforderungen oder Herausforderungen mit. Ja, auch da war es ja jetzt auch nicht so Internet geil, flächendeckend, ne? Und sowas. Ne? Nee, also das Problem ist, du brauchst ja auf jeden Fall Leute, die am Motorrad sitzen können und eine Kamera halten. Genau, gleichzeitig, richtig. Da gibt es gar nicht so viele von, glaube ich. Nee, nee. Ja, weiß ich nicht, ob das auch überhaupt so erstrebenswert ist für dieses Rennformat. Vielleicht sollten sie es besser ganz abschaffen, bevor sie jetzt anfangen, davon eine TV-Übertragung zu machen. Ja. Ist auch gerade so schon wieder ich weiß nicht, warum man jetzt da auch wieder mehrere Starter pro Team zulässt, irgendwie Einzelstarter weg und naja. Meine Vorschläge für die Bundesliga sehen auf jeden Fall ganz anders aus als in die Richtung, wo sich das gerade hin entwickelt. Mhm. So ein bisschen attraktivere Rennen wären vielleicht dann auch erstmal zeigenswert. Das ist es ja jetzt nicht immer unbedingt. Ja. Ja, nächstes Thema, hast du schon gelesen? Wir haben noch nicht drüber geredet eigentlich so richtig. Wir müssen jetzt mal eine Taktik ausrufen. Ich muss erst noch mal ein bisschen trainieren. Bis Sonntag. Ja, ich habe mir überlegt schon die ganze Zeit, wann ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal wie fahre. Ey, ich fahre mit Wilma nochmal die Strecke ab auf jeden Fall, aber da wirst du nicht mitmachen. Nee, ich bin ja, also wahrscheinlich dann am Sonntag den einzigen Tag im Jahr auf der anderen Rheinseite unterwegs, weil für mich das Bergische ja so unfahrbar. Deswegen spare ich mir das dann alles für Sonntag auf, außerdem kenne ich die Strecke ja noch. Also, wer es noch nicht gemerkt hat, Team Besenwagen mit prominenter Verstärkung fährt rund um Köln und ich wurde für die kleine Runde angemeldet. Ich habe es ja nicht in der Hand gehabt, beziehungsweise ich habe gesagt, ich mache einfach mit, wenn ich angemeldet werde. Und wir fahren jetzt am Sonntag. Du hättest gerne die längere Runde, ja? In dieser Formation hätte ich definitiv gerne die längere Runde gemacht, genau. Ist ja schöner auch. Also ich bin ja ganz bei dir, aber ich konnte die Mehrheit unserer Mannschaft nicht davon überzeugen. Aber wer ist denn die Mehrheit, Andi? Bist du das oder wer ist die Mehrheit? Genau, die Mehrheit kann doch gar nicht sein, wenn du, Fabian und ich für die längere Runde. Also ursprünglich waren wir ja nur zu dritt und dann habe ich ja gesagt, komm, dann machen wir doch noch, also dann fahren wir ja wirklich als Besenwagen. Eigentlich wäre ich ja mit Gerald und Arthur alleine gefahren. Oder was heißt alleine gefahren? Aber die beiden sind ja letztes Jahr schon mitgefahren, auch bei der 70er Runde. Und letztes Jahr war ich, glaube ich, nicht da und deswegen war das so für dieses Jahr schon länger geplant und die waren von Anfang an auf jeden Fall dagegen. Also dann hätten wir uns aufteilen müssen, das wäre ja auch nicht gegangen, weil die wären auf keinen Fall mitgefahren, hätten wir uns jetzt für die 130er-Runde entschieden.
Aber Gerald ist heiß wie Frittenfett, ne? Also der hat richtig Bock. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der will gewinnen. Also das ist Hinterrad. Die Frage ist auf was, genau. Deswegen will ich ja jetzt gerade mal eine Taktikbesprechung hier haben. Fahren wir hier auf Sieg? Fahren wir hier zum Landschaft anschauen mit? Oder so, also Andi, das ist ja dein erstes Mal. Was hast du für Ansprüche? Gar nichts. Ich will einfach nur... Alle anderen sind das ja schon mal gefahren. Einfach mal das Bergische Land mit gesperrten Straßen genießen, ist doch mal was. Ohne ständig Angst vom Auto überfahren werden. Okay. Mit welchem... Ich habe uns jetzt mal für einen 42er Schnitt gemeldet. Den müssen wir fahren. Schaffen wir, oder? Okay. Belgischer denke, ja. Kreisel. Jo. Ja, also in meinem Haushalt hat man sich jetzt tatsächlich gesplittet. Als ich für 70 Kilometer angemeldet war, hat Wilma sich für 130 Kilometer angemeldet. Also ich wäre ja gerne, wenn sie so was zum ersten Mal mitfährt, dabei gewesen, ein bisschen zum Aufpassen, aber kriegt die schon hin. Und alle Mitfahrer von rund um Köln, die Wilma sehen. Aufpassen. Aufpassen, anfeuern, mal ein Gel anbieten oder so. Ich zähle auf euch. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber wird schon. Ich habe ja auch Erfahrung. Ich habe wirklich gar keine Erwartung. Ich will einfach nur so als Gruppe ja, aber das ist komisch, sparen. Es ist komisch, ein Rennen zu fahren und gar keine Erwartung zu haben. Also so, bin ich ganz mit viele Rennen schon gefahren, Basti. Aber ist doch so, oder Paul? Ich verlasse doch nicht jedes Rennen, um irgendwie zu gewinnen. Also geht ja auch gar nicht. Sobald da irgendwie ein Berg drin war, der ja, gut, über 7, ich, 8% ich glaub, hatte. Ich glaube, es hat sich aber auch geändert, seitdem wir aufgehört haben. Ja. Aber ja, also in unserer Rolle auf jeden Fall prozentual mehr, dass man einfach nur so an den Start steht, als auf Sieg fährt, ja. Ja, ich kann mich an den letzten Jedermann-Rennen-Einsatz von Paul erinnern. Ja, der war auch alles auf Sieg. Gut. Ja, ey, lass nochmal zum richtigen bezahlten Radsport switchen. Wir haben schon wieder eine Hate-Mail bekommen, dass wir Frauenradsport untergraben haben. Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil so die erste Hälfte der Vuelta hatten wir schon besprochen. Letzte Woche so mit Gast. Wenn ich auch das Finale besprochen schon? Ein bisschen. Ja, ich meine auch, aber es kann sein, dass nicht tatsächlich. Aber ich habe auf jeden Fall, wo wir jetzt da nochmal eine Mail bekommen haben, nochmal Ricarda Bauernfeind heute Morgen angeschrieben. Weil das ja mega geil ist, was sie da fabriziert diese Saison. Also was ich zu meinem Saisonverlauf bisher sagen kann, ist, dass ich ihn mir eigentlich nicht besser hätte vorstellen können. Und es gab definitiv viele Überraschungsmomente, sowohl positive als auch negative. Angefangen hat meine Saison in Valencia, dann bin ich in Italien gefahren und dann standen auch schon die Ardennen-Klassiker an. Davor sind wir noch Pfeil vom Brabant gefahren, wo ich ja, kurz wachgerüttelt wurde, weil ich einige Fehler, was Positionierung und auch Feldfahren angeht, gemacht habe. Und ja, mir somit das Leben und das Rennen extrem schwer gemacht habe. Ich habe aber dann über die nächsten drei Rennen, also Amstel, Flash und Lüttich, die Tipps von den Teamkolleginnen und von den Trainern ziemlich gut umsetzen können und auch dem Team helfen können und ja, meine Aufgaben gemacht. Und dann eine Woche nach Amstel stand ja schon die Vuelta an, wo ein paar Etappen dann endlich mal mit längeren Bergen waren und nicht diese kurzen Klassiker-Anstiegen. Und ja, da hat dann das Team gemeint, dass mir die längeren Berge oder halt die einzelnen Etappen wirklich gut liegen könnten. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich natürlich selber wieder anfange, an mir zu zweifeln, ob ich da wirklich gut fahren kann und so weiter. Aber das Team hat ja so an mich geglaubt und mich unterstützt, sodass ich ja in Anführungszeichen einfach nur noch fahren musste. Und ja, am Ende dann auch bei einer Etappe Dritte, beziehungsweise in der Gesamtwertung Fünfte wurde. Und ja, damit hätte niemand davor gerechnet.
Ja, ich schon gleich dreimal nicht, aber ja, am Ende, ich glaube, im Team, wir haben einfach so eine gute Stimmung und von Rennen zu Rennen können wir so viel besser zusammenfahren und uns unterstützen. Und ja, da fällt es einfach einfacher, Rennen zu fahren. Und uns fehlt zwar immer noch dieser Sieg, mal ganz oben zu stehen, aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf und wir sind auf jeden Fall motiviert, jetzt demnächst mal einen Sieg einzufahren und ja, wird dann bald kommen, hoffentlich. Hiernach habe ich dann noch ein bisschen mit ihr geschrieben und sie meinte dann auch so noch, ja, es läuft super und wir fahren aber halt immer so ganz knapp am Sieg vorbei mit Kasia und der kommt schon auch noch. Und dann meinte ich auch nur so, ey, es ist ja jetzt auch gerade so in deinem Fall, so, es muss ja nicht nur darum gehen, jetzt da unbedingt den Sieg rauszufahren. So, das muss sich ja so geil anfühlen gerade. Einfach so die eine der ganz wenigen zu sein, die da bei Vollering noch am Hinterrad bleiben kann oder bei so einer Vuelta-Etappe Bergankunft da als Dritte über den Strich zu fahren, fünfte Gesamtwertung zu werden und so. Und dann meinte sie auch, ja, ich genieße das auf jeden Fall. Ja. Freut mich sehr. Wird auch immer besser, ne? Ich glaube, nicht mehr lange, da holt sie dann vielleicht mal den ersten großen Sieg fürs Team. Gar nicht so. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihr auch geschrieben, so jetzt, ihr könnt halt auch bald einfach als Doppelspitze fahren, dann sind da die Chancen auch schon mal höher. Ja. Und ich denke auch, da ist noch viel Potenzial da und dann wird da vielleicht die nächste Kapitänin unterwegs sein. Ja, Demi Vollering noch knapp verloren. Die Spanien-Rundfahrt gegen Annemiek van Vleuten, wo ich, ich halte das nicht unterm Scheffel froh bin, wenn sie jetzt in Rente geht nach dieser Saison. Aber dann auch direkt weiter durchgezogen. Also es ist einfach die schönste Liste auf Pro Cycling Stats oder First Cycling, was auch immer, ist einfach sich die Saison von Demi Vollering anzugucken. Einfach nice. So unter 20 Resultaten stehen 5, die nicht 1 oder 2 sind. Die sind aber trotzdem auch alle Top 20. Es ist komplett crazy. Und auch wenn sie da im Baskenland jetzt Marleen Reusser den Sieg überlassen hat, trotzdem 2 Etappen gewonnen und noch Bergwertung, glaube ich, gewonnen. Es ist komplett verrückt, was sie dieses Jahr abfeuert. Ich würde mich mal gerne beim Radfahren so fühlen, wie Marleen Reusser aussieht, oder? So entspannt. Ey, das ist einfach wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, oder? Immer ganz ruhig, voll Power, so als ob die überhaupt keine Beschwerden hätte. Bewegt sich gar nicht im Oberkörper oder so. Also das, so sieht für mich gutes Radfahren eigentlich aus, oder? Oder? Marleen Rolex. Ja, die ist auf jeden Fall eine Maschine. Ist schon krass. Aber ist von Anfang an, ne? Also deshalb, wenn sie wegfährt und die hinter ihr sieht angestrengter aus, sieht das auch immer so ein bisschen cool, also sie sieht immer ein bisschen komisch aus. Als wenn die anderen es gar nicht drauf hätten. Die fanden, die sind halt auch gut, aber sie ist halt einfach noch besser. Ja. Gute Laune da bei SD-Works, glaube ich, dieses Jahr. Ja, die stehen, glaube ich, dann, die haben öfter mal so einen Plan fürs Rennen. Ja. Oder die gehen auch einfach so rein. Vielleicht läuft es bei uns am Sonntag ja auch so. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Basti. Ey, nochmal, Andi, letzte Frage zu Sonntag. Starten wir jetzt vorne im ersten Block? Du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Wahrscheinlich werden wir uns einfach irgendwo hinstellen. Ja, einfach irgendwo. Man kann sich das, also wir können uns das aussuchen. Also so, dass wir möglichst viele Leute überholen können, oder? Dann ganz hinten. Dann können wir vielleicht die schnellste Zeit fahren bei rund um Köln. Nee, glaube ich auch nicht. Also die Spitze fährt auf jeden Fall immer nicht so schnell zurück in die Stadt. Ja, da müssen wir Gas geben. Von Benzberg aus zurück in die Stadt wird eigentlich vorne immer so ein bisschen gebummelt, weil es eh so geregelt ist. Das kann man in der Gruppe dann gut fahren. Das macht dann auch Spaß vielleicht. Vorher gucken wir einfach mal so ein bisschen, was da so abgeht beim Rennen.
Oder was heißt beim Rennen? Muss eher mal gucken, wie fit Arthur ist auch. Und der so. War ja lange im Trainingslager schon. Uns wartet Jahr. An den Bergen. Ja, genau. Ich habe auch gehört, der hat aufgerüstet vom Material. Ich glaube es noch nicht so ganz, aber. Wir werden es sehen. Nächstes Thema ist so ein bisschen ein Downer-Thema. Und wir werden das jetzt auch gar nicht vertiefen, denn eigentlich hätten wir einen Gast so ein bisschen zu dem Thema auch heute gehabt, geheimerweise. Also Jan Pollanz ist jetzt so der dritte Fahrer innerhalb von einer relativ absehbaren Zeit, der seine Karriere beenden muss wegen Herzproblemen. Und ja. Gibt es da genauere Infos, was jetzt genau das Problem war? Ich habe das nur so am Rande bisher mitbekommen. Nee, es ist ja auch noch so frisch irgendwie rausgekommen. Ich glaube erst gestern, ne? Dass es da noch keine genaueren Angaben gibt. Aber wir hätten heute eigentlich Heinrich Hausler im Podcast gehabt. Das haben wir aber aus Gründen noch mal kurz verschoben in den Juni hinein. Und dann können wir das Thema vielleicht auch mal ein bisschen genauer beleuchten. Zumindest Erfahrungen aus erster Hand bekommen. Ja, ist ja auch gerade aktuelles Thema, ne? Wird so ein bisschen diskutiert, wie man jetzt mit einer Krankheit, also jetzt nicht nur mit Covid, sondern auch so weiter Rennen fährt. Und da war es im Radsport ja oft so, ne? Solange du noch irgendwie auf dem Rad sitzen konntest, fahr weiter. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich auf YouTube so irgendwie so einen Kurzfilm von der Tour de France 1962 gesehen. Und da geht es auch so ein bisschen um dieses Thema, ja, natürlich auch Doping und so immer weiterfahren. Und da siehst du wirklich, wie so, also die sich bis so lange quälen und auf dem Rad bleiben wollen, bis sie wirklich vor Erschöpfung vom Rad fallen. So, ne? Also dann damals auch bei großer Hitze gefahren, viel zu wenig getrunken. Ja, diese Mentalität, die ist ja irgendwie noch lange im Radsport drin geblieben. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es so ein bisschen verbessert. Aber ich meine, so wie ich manche Fahrer kenne, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die trotz Krankheit auch vielleicht im Training nicht genug rausgenommen haben und so weiter. Ich will natürlich jetzt keinem was unterstellen. Ja, aber vielleicht wird auch noch nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, man muss einmal im Jahr so eine Untersuchung machen. Das ist eigentlich dann, wo das immer auffällt. Vielleicht müsste man da die Intervalle noch ein bisschen verändern. Machen vielleicht manche Teams auch schon, aber ja, also häuft sich das oder es wird häufiger entdeckt. Ne? So, aber ja, ich hatte heute noch mit jemandem das Thema auch, dass wir alle historisch ja aus einer Anschauung da auch von Training kommen, wo du erstmal lernen musstest, auch Ruhetage zu machen oder zu akzeptieren oder auch mal glücklich oder ja, zu merken, dass auch mal 2-3 Tage ohne Rad dir gut tun und nicht schlecht und nicht am Ruhetag noch unbedingt auch noch mal 20-30 Kilometer fahren und sowas. Das sind halt echt neue Entwicklungen. So. Ja, na gut, aber das würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, das ist glaube ich auch Ansichtssache und jeder, wie er Bock hat. Also ich kenne auch Sportler, die es einfach brauchen, am Ruhetag Rad zu fahren und die trotzdem Ruhe machen können. Also, aber klar, man hat ein anderes Verhältnis mittlerweile zu Belastung und Erholung und so und auch wie man auf seinen Körper hört. Und wie Andi schon sagt, früher hätte man einfach weitergemacht und ich will gar nicht wissen, wie viele früher mit Herzerkrankungen einfach weitergefahren sind, wo sie gar nicht festgestellt wurden vielleicht auch. Ja. Ja, also wenn ich 3 Tage früher kein Rad gefahren wäre, hätte ich mich gefühlt wie am 1. November am 4. Tag wieder. Also das wäre schwer gewesen. Aber ja, dass Erholung so ein richtiges Thema ist, also mindestens genauso großes Thema wie das eigentliche Training heutzutage, das stimmt schon. Das war früher so ein bisschen anders gewichtet. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Teil des Grundes, warum die jungen Fahrer heute ein bisschen stärker sind. Ja, das liegt bestimmt nicht nur an einer Sache. Da wird schon viel anders gemacht. So. Also alleine Ernährung beim Training. Also die Male, wo ich heutzutage fahre und ein bisschen was zu essen dabei habe, da merke ich schon auf jeden Fall einen Unterschied. Ne? So früher ist man einfach gefahren, bis leer war und dann
hat man ein bisschen was nachgekippt. Hat man ein Corny gegessen? Cola, ein Mars. Ja. Dann nochmal ein paar Gummibärchen und dann hat man es irgendwie nach Hause geschafft. Also man ist das, also ich weiß nicht, Paul, wie es bei dir war, aber ich bin schon in Trainingsgruppen gewesen, wo man wirklich ein paar Kilometer vor zu Hause anhalten musste, weil es gar nicht mehr anders gereicht hätte. Ja, also hatte ich ja selber auch so eine Phase, ich weiß noch, 2015 vor der Tour wollte ich unbedingt noch Gewicht verlieren, da war ich irgendwann absolut leicht und ich habe mich jeden, also fast jeden Tag mit Hungerass gefahren. Es war aber auch, ja, also da war ich auch 4 Kilo leichter als jetzt, also das ist komplett insane. Also ich kenne das auch, so halt ein falsches Verständnis oder Verhältnis zu Gewicht und Training und Belastung und so. Hat sich ja zum Glück geändert. Aber es gibt immer noch genug Leute, die sagen, viel hilft viel. Wenig Essen macht leid. Als pauschale Aussagen, das ist ja immer das Schlimmste daran. So, bei manchen hilft auch viel, viel, bei manchen hilft halt nicht so. Und das ist halt schon individuell immer. Ich habe heute wieder ein gutes Zitat gehört von Luca Schwarzbauer. Glückwunsch nochmal an einen sehr geil gelungenen erstes Weltcup-Wochenende, Dritter im Short Track, Sechster im mal ganz kurz, mit dem richtigen Weltcup-Rennen. Mit dem Wattwetten, die der da in meinem Training rausballert, die ich bei dem da sehe, ja. Der wird mir schwindelig dabei. Also der fährt ja 20 Minuten Werte, die fahren die meisten ja nicht über eine Minute so ungefähr. Da muss jetzt irgendwann mal ein Sieg kommen, oder? Er arbeitet sich ja schon ganz gut dahin jetzt, ne? Ich glaube, im richtigen Weltcup-Rennen am Sonntag schon mal Top 10 jetzt. Ist auch nicht gerade alltäglich. Vielleicht warten wir noch ein Jahr. Und kurzes, da wollte ich eigentlich hin, Zitat zu Ernährung, Luca Schwarzbauer. Muss rein. Import-Export ist das. Ja, also Luca Schwarzbauer ist auf jeden Fall Import-Export-Business, ja. Mit den Wattwerten. Ja. Geht ja gar nicht anders. Ey. Wenn du viel rausballern willst, musst du auch reinstecken. Ja. Hat er auch bei uns in der Folge erzählt, ne? Ist ja für ihn auch ein Thema gewesen. Kann man sich auch nochmal reinhören. Aber da finde ich es halt dann krass, wenn du dir ihn anschaust und Pitcock. Also unterschiedlicher geht es ja wirklich gar nicht. Also von staturmäßig. Das ist ja brutal. Also, ja, Luca Schwarzbauer würde halt nicht im Straßenrennen vorne mitfahren. Relativ sicher. Ja, aber dass ein Pitcock also auch so eine Explosivität und Kraft hat. Und der ist halt 1,20 Meter so ungefähr, weißt du? Und wiegt halt auch irgendwie in den 50ern oder niedrigen 50ern, denke ich mal. Das ist schon krass. Ja, ist schon crazy. Aber echt gut zu sehen, auch jemanden, das ist so wie bei Ricarda Bauernfeind, den ich extrem gönne. Weil nach viel Arbeit und nach auch Tiefphasen sich da jetzt wirklich so langsam an die Spitze gearbeitet. Das ist der Hammer. Ja, Giro ist auch gewesen zwischenzeitlich. Wir hatten eine lustige kleine Giro-Sonderfolge am Sonntagabend aufgenommen und wie in Besenwagen-Tradition gerne gesehen, 1,5 Stunden später Meldung, Remco ist jetzt raus. Aber glaub mir, das ging an dem Tag sehr vielen Podcastern so, weil viele haben am Sonntag eine Folge aufgenommen und dann kam die, ich habe es nur so bei anderen auch gesehen, dass die nochmal neu aufnehmen mussten oder irgendwie so Statements dazu gebracht haben. Ja. Ja, zum Glück haben wir gar nicht so viel über Remco geredet, glaube ich, insgesamt. Und ey, was ich mir im Nachhinein dann dachte ist, ihr habt ja das Foto von ihm gesehen da nach dem Zeitfahren, oder? Ja, ja. Alter, sah der fertig aus. Der hat 100 Pro, jetzt reine Mutmaßung von mir, auch an diesem Tag in dem Rennen schon gemerkt, boah, so richtig rund läuft's nicht. Ja, ich gehe von aus, schon am Tag vorher. Er hat nur um eine Sekunde gewonnen. Wahrscheinlich, wenn der richtig fit gewesen wäre, hätte er denen 2 Minuten gegeben. Und nee, weiß ich nicht. Ja, aber Andi, aber muss nicht sein, aber der sah schon echt richtig zusammengeschlagen aus. Aber 2 Minuten. Also, ja, 2 Minuten jetzt nicht, aber ist natürlich irgendwas erzählt, aber wahrscheinlich hat er schon gemerkt, es ist was im Körper und mit dem positiven Test hat er dann gesagt, okay, alles klar, jetzt ciao. Wahrscheinlich geht es auch die nächsten Tage dann nochmal richtig bergab. Weil der sieht schon frischer aus, auch wenn er harte Rennen gewinnt sonst. Ja, ja, also ich habe den noch nie, also der sah aus, wenn er gerade aufgestanden wäre von einer harten Nacht, ey. Also. Ja, oder von irgendwie Bienenstich und anaphylaktischer Schock. Ja. Ja, der sah auf jeden Fall krank aus. Gab trotzdem Leute, die behauptet haben, das ist alles nur Show, weil er gemerkt hat, er hat nichts drauf oder ist nicht so überlegen, wie er es sich vorgestellt hatte. Ey, das sind so Dummschwätzer, die das sagen, ganz ehrlich. Aber also, die haben entweder alle das Foto nicht gesehen oder wollen das auch einfach nicht glauben.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, aber ich hoffe, das sind keine Journalistinnen oder sogenannte Radsport-Experten. Eine hat mal irgendwie ein Funktionär aus Slowenien, glaube ich. Das ist halt so lächerlich, ey. Ganz ehrlich, man guckt, also erstmal siehst du den ja und dann, da kann ja einfach so viel passieren, ja. Und wie viele jetzt gerade auch einfach auch Covid haben. Ural musste jetzt auch raus und so. Ich weiß nicht, warum Vlasov raus ist, was da nachher ein Statement sein wird. Der ist heute auch rausgegangen auf der Etappe. Also es ist sogar Maskenpflicht wieder. Der Maskenpflicht eingeführt beim Giro. So, also ich meine, da hat es jetzt so viele rausgehauen. Er ist halt normal. Und ja, also so eine Aussage dann auch immer direkt, ne? Das ist halt so, als wenn nach einer Etappe halt alle der Giro entschieden wäre, weißt du? Ja, schon schade eigentlich, ne, dass es jetzt wieder so viele Fahrer trifft. Ich meine, man muss jetzt mal abwarten, wie es bei Vlasov und so weiter aussah, ob die jetzt wegen Covid raus sind oder einfach so krank geworden sind. Ich meine, das Wetter da gerade ist halt auch nicht so geil. Heute auch Alter, heute ultra kalt. 5 Grad, Alter, und Regen. Ja. Habt ihr euch die Voicemail von Laurenz angehört heute Morgen? Und das ist jetzt schon seit 10 Tagen fahren die jetzt. Heute war, glaube ich, die 10. Etappe und 7 Tage hat es geregnet, also ist echt schon, kein Wunder, dass da viele Leute krank werden. Dann jetzt auch noch Covid, weiß man, hoch ansteckend. Ja, ich meine, es hat die Gesamtwertung oder den Kampf um den Sieg jetzt vielleicht nicht gerade weniger spannend gemacht. Jetzt gab es eigentlich noch mal ein paar Kandidaten mehr. Das ist völlig neues Rennen halt, ne? Ich finde es langweilig. Eigentlich hätte man es ja sehen wollen, wie Remco sich da jetzt schlägt, so. Aber jetzt mal ganz kurz, findet ihr es wirklich so spannend? Ich finde eher, weil Ineos eindeutig Oberhand, also eindeutig mit 1 und 3, dann Roglic hängt halt da jetzt Sandwich dazwischen und der ist jetzt auch nicht stärker als die beiden. Rückstand, ne? Ja, aber das ist... Ey, die ersten drei in 5 Sekunden, das ist auf jeden Fall mal eine geile Ausgangssituation. Ja, aber jetzt nicht, zum Beispiel Tayo ist blockiert und der war vorher mit Evenepoel, war der nicht blockiert. Weil der hätte immer als noch, der hätte halt immer gehen können, weißt du, oder Geraint, jetzt ist Geraint halt in der Leader-Position und Tayo will Geraint nicht attackieren, das heißt, der ist eigentlich erstmal, ja, schachmatt, so, der muss halt warten und ich finde, also für mich persönlich war das Ausscheiden jetzt eine riesen Enttäuschung hinsichtlich des Rennverlaufs, weil ich glaube, es sind auf jeden Fall Spannungen raus. Können wir eine Giro-Sonderfolge nochmal besprechen? Ja, haben wir jetzt ein paar Tage Zeit, uns das anzugucken. Für mich fängt das Rennen halt eh erst jetzt am Wochenende an. Und so alles, was jetzt passiert, ist halt irgendwie so die Vorbereitung oder die Einleitung dessen, was dann in der letzten Woche passiert. Deswegen weiß ich noch nicht, wie spannend das wird. So, ich kann es irgendwie erst dann nächste Woche beurteilen, wie spannend ich das Rennen finde. Ich würde trotzdem sagen, Ineos muss attackieren, aber sehen wir dann und hören wir dann nächsten Montag. Besenwagen-Anruf, Beantworter. Michael hier. Kurze Korrektur zu Christophs Kritik an eurer Aussprache von Girona. Girona liegt in Katalonien und auf Katalanisch heißt es nun mal Girona. Ihr macht das also komplett richtig. Und es heißt nicht Girona und schon gar nicht Girona. Der mutmaßlich nicht ganz so Native Speaker Christoph kann seine Nackenhaare also wieder ablegen und ich hoffe, dass ihr in Zukunft weiter Girona sagt. Danke und Küsschen. Jo, Überraschungsbesuch mal wieder in Luxemburg. Vor kurzem hatten wir noch einen im Live-Podcast von da, den Bürgermeister von, den König von Luxemburg, den inoffiziellen. Heute begrüßen wir einen, der seinen Namen von einem Whisky bekommen hat. Glenlivet hat Andi heute akquiriert, unseren Überraschungsgast. Ich habe schon gesagt, wir hatten heute eigentlich tatsächlich einen anderen geplant, den wir verschieben mussten. Aber den ersten, ja, ich nenne es jetzt mal Mechaniker im Besenwagen. Wir können zum ersten Mal Technikfragen stellen, die kompetent beantwortet werden. Und ja, ich sag erstmal hallo Glenn. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hi. Und Andi kann jetzt mal so ein bisschen die Vorstellung übernehmen. Woher kennt ihr euch? Das ist eine gute Frage. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Wir kennen uns wahrscheinlich noch vom gemeinsamen Radrennen, würde ich sagen.
Ganz genau. Aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wann das erste Mal war, dass wir zusammengefahren sind. Ich meine, du bist 86er Jahrgang, Jahr älter. Ja, und das ist U16 oder U17, keine Ahnung. Ja. Kamst halt auch öfter nach Luxemburg. Genau. Zum Kriterium gewinnen. Wir manchmal nach Deutschland, um mitzufahren. Ja. Ja, und so kam das zusammen. Also so die ganze Gruppe um Jampi Drucker, mit dem sind wir dann viel zusammengefahren. So die ganz ganze genau. Luxemburger Connection, da waren ja noch ein paar andere dabei. Ja. War immer eine lustige Zeit auf jeden Fall. Für die einen mehr als für die anderen im Rennen, aber... Erzähl das aus deiner Perspektive. Wie hast du Staufi damals wahrgenommen? Ja, als er hier war in Luxemburg, wussten wir, dass wir für den zweiten Platz fahren. Ne? Wir mussten uns zusammentun, um irgendwie das Leben schwer zu machen, aber ist uns nicht immer gelungen. Und ja, aber es war schon eine coole Zeit. Aber in Luxemburg ist ja nicht flach, ne? Gibt es auch flache Rundstreckenrennen oder wie? Ja, ich glaube, so ein Kriterium von 2 Kilometern kriegen wir noch flach hier hin. Okay. Aber ich wollte sonst sagen, sonst muss man, glaube ich, vor Andi jetzt nicht so viel Angst. Obwohl, du hast Thüringen-Rundfahrt auch. Paul, immer meine größten Siege in meiner Karriere, das war immer auf Bergetappen. Ja, komischerweise, ja. Ich habe auch schon ein Bergtrikot gewonnen. Das war aber allerdings nur im Münsterland, das war jetzt nicht so schwer. Das ist schon auf jeden Fall lange her und seitdem irgendwie auch immer wieder gesehen. Und irgendwann hast du dann, auch, also du bist noch relativ lange auch nebenbei so ein bisschen zumindest aktiv gefahren. Ich habe es immer wieder versucht. Ja. Und, aber Besenwagen war halt immer meine beste Option. Ne? Ja, und irgendwann haben wir uns dann regelmäßiger gesehen, aber dann auch nur noch beim Radrennen eigentlich. Beide ohne Rad. Ganz genau. Ganz genau. Ja, Basti hat es gerade schon gesagt. Ich weiß gar nicht, hast du das Team auch gesagt? Du bist jetzt bei... Nee, das sind wir noch schuldig, genau. Greg Segafredo, mittlerweile nicht mehr als Mechaniker, sondern deine offizielle Position hat sich ein bisschen verändert jetzt in letzter Zeit. Ja, genau. Ich wurde zum Team Support Manager ernannt. Manager klingt immer gut, bei vielen Teams ist das bekannt als technischer Direktor. Ja. Ja, ich bin einfach verantwortlich für das Material im Team und die Kommunikation zwischen Sponsoren und dem Team. Ja. Das ist meine neue Aufgabe. Du bist jetzt auch schon so ein Urgestein da in der Mannschaft, oder? Ja, seit 2011 bei Leopard. Noch Freelance mit Saxo Bank und dann seit 2012 mit Radio Shack, Leopard, bis jetzt halt immer mit Dreck am Werkeln. Okay. Cool. Ja, da hast du auf jeden Fall auch so ein bisschen was an Technik mitgemacht und an die ganzen Neuerungen, die seitdem kamen. Ja. Elektronische Schaltungen, Scheibenbremsen, alles noch. Wie lange bist du jetzt nicht mehr direkt am Schrauben? Das ist mein zweites Jahr. Okay. Ja, die Tour vor 2 Jahren habe ich noch gemacht als Mechaniker und nachher dann so langsam den Switch mehr ins Büro leben. Hm. Also ich stelle mir vor, du machst jetzt auch die ganze Bestellung für die Mannschaft, ne? Ja. Guckst, dass immer alles da ist an Verschleißteilen und so weiter und du kommunizierst dann auch persönlich quasi mit den ganzen Suppliern, also mit Trek natürlich, mit SRAM, mit Pirelli, mit Wahoo, ja. mit allen Sponsoren, alles was sich ums Rad dreht, dafür bin ich jetzt verantwortlich und die ganze Kommunikation, den ganzen Anschiss von den Radfahren, weil das nicht funktioniert, das kriege ich ab, das kann ich alles weiterzuleiten. Anschluss, was die Mechaniker nicht machen von den Sponsoren, das kriege ich auch ab, das kann ich an die Mechaniker weiterleiten. Also bin so das Abfangschild vom Team geworden. Aber hat dich die Technik am Rad schon immer interessiert? Oder bist du da irgendwie so ein bisschen reingerutscht? Nee, also ich habe Automechaniker gelernt, nachher Fahrzeugtechnik studiert.
ja, und dann halt als Rennfahrer irgendwann, all die kleinen Probleme wurden mir einmal gesagt von meinen Eltern, jetzt hören wir auf, samstags in ein Radgeschäft zu fahren und die Schaltung nachzustellen, jetzt lernst du das mal selbst. Und dann ging das so Schlag auf Schlag, dass man das so learning by doing, step by step, sich das aneignet. Was würdest du im Moment als das Schwierigste in deinem Job bezeichnen? In der aktuellen Position oder als Mechaniker? Ja, man muss einfach 24 Stunden auf 24 alarmbereit sein. Jeden Tag steht man auf und sagt, okay, was ist heute die Überraschung, die wir zu lösen haben? Welches ist das komplizierteste Produkt? Was macht am meisten Probleme? Ja, elektronische Schaltung ist schon immer ein Problem. Und dann halt ein Problem, mit dem wir sehr viel zu kämpfen haben in den Teams, das ist die Fliegerei mit den Rädern. Kaputte Räder, die nicht zeitig ankommen, Rennfahrer, die trotzdem trainieren wollen. Das logistische Problem, das ist so das Schwierigste in meinem Job im Moment. Okay, also machst du auch die Logistik, wie die Räder, LKWs und so weiter durchs Land fahren? Okay. Genau, für die Bike-Logistik bin ich für alleine verantwortlich. Und dann sind wir zu viert, die wir an Car-Logistik im Team arbeiten, dass das so einfach wie möglich von links nach rechts geht. Und dann auch die Räder zu den einzelnen Rennen kommen. Ja. Das ist dann auch meine Aufgabe, dass das immer klappt. Kümmerst du dich nur um den Männerbereich oder auch um den Frauenbereich? Ein Team. Frauen und, ja, ich und wusste, Männer ist alles wusste, gleich. Wohin die Reise geht. Deswegen meine nächste Frage. Wie viele Räder habt ihr? Boah, wir haben 45 Rennfahrer insgesamt. Ja. Die Profis haben, also die Männerprofis, die haben Minimum 5 Fahrräder im Servicekurs. Die Frauen haben Minimum 4 Fahrräder im Servicekurs. Also kann man so rechnen wir ganz schnell nach, wie viel das werden. Crazy. Und zu Hause? Die Minimum 2, ne? Also ein Straßenrad, ein Zeitfahrrad. Also hat jede Sportlerin hat ein Fahrrad. Also hat ein Zeitfahrrad zu Hause. Ja. Ist auch nicht in allen Teams so. Das ist nicht in allen Teams so, genau. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also ungefähr so 270 bis 300 Räder. Das klingt logisch, klingt gut, ja. Okay. Und wie viele Laufräder kommen da nochmal dazu, die ihr so habt? Boah, wahrscheinlich dann nochmal. Ja, so kommen nochmal ein paar hinzu. So im LKW sind 80 Set. Wir haben 4 LKWs. Dann haben wir noch ein 5. Programm im Servicekurs hängen. Frauen haben 2 Programme ready zum Fahren. Also kommt einiges zusammen. Was? Und habt ihr einen großen Servicekurs oder habt ihr das nochmal getrennt? Nee, Gott sei Dank, nur einen. Macht die Sache nicht kompliziert. Er ist nicht unglaublich groß. Das stellt man sich nur so vor. Also es ist eine Lagerhalle, aber es ist jetzt nicht, dass das unglaublich ist. Also für mich nicht, jetzt. Wo die ist. Nein, in Belgien. Grob in Belgien. Ja. Und wie viele Mechaniker sind daran beteiligt, das Ganze so vorzubereiten, aufzubauen? Oder wie viele habt ihr fest in der Mannschaft? Also nicht so viele. Für Frauen und Männer haben wir 12. Also es klingt jetzt erstmal viel, aber das ist nicht ausreichend. Dafür, wie viele Rennen auch mal parallel laufen können? Ja. Und wenn man dann den Mechaniker trotzdem nach einer großen Rundfahrt so einen Urlaub gönnen möchte und man dann trotzdem nachher so dreispurig fährt, dann ist das nicht so einfach, den Puzzle da zu bauen. Hm. Aber ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, da gutes Personal zu finden. Ja, man findet. Ist dann auch immer Budgetfrage. Und dann, was bei uns im Team sehr, sehr wichtig ist, das ist die englische Sprache. Und da ist dann immer so ein Knackpunkt, dass man so abwägen muss, was ist jetzt wichtiger? Erfahrung, Englisch so, lala. Wenn man dann die Leute von Trek hinzuzieht, dann ist Englisch natürlich auf Nummer 1. Man findet Leute, aber man muss immer so abwägen, ob der jetzt ins Team passt. Wie lange braucht so ein Mechaniker, wenn der jetzt, also die können ja alle schrauben,
wie lange brauchen die, um sich eben so im World Tour Zirkus mit den ganzen Abläufen und so vertraut zu machen? Ja, also wenn man vom World Tour kommt, dann geht es einfach so Hand in Hand über. Dann brauchen die vielleicht so ein Trainingslager, um zu sehen, wie wir jetzt arbeiten, um zu vergleichen zu der anderen Team. Ja, ganz neue Mechanik ist immer sehr, sehr schwer. Am besten ist immer, die kommen so von kleinen Teams, wo die ein bisschen Erfahrung sammeln, sich alleine zurechtfinden müssen auf Rennen, Hotels sich zurechtfinden müssen, wo kein Wasser und Strom auf dem Parking liegt. So sie ihre Erfahrungen selbst sammeln müssen auf Rennen. Und dann kommt man in den großen Zirkus und dann sieht man, dann ist alles viel einfacher. Also dann hat man genügend Material, dann hat man die LKWs, die bereit da stehen. Man kriegt eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert, was man in kleinen Team nicht immer so hat. Okay. Vielleicht jetzt nochmal so Mechaniker-Thema, wenn wir gerade noch dabei sind. Wie sieht so ein, zum Beispiel jetzt beim Giro oder so, wie sieht so ein Ablauf von einem Mechaniker, so ein Tagesablauf aus? Ich glaube, da können sich viele Leute gar nichts drunter vorstellen. So, Paul und ich kennen das ja noch so von, wie das war, ne? Man hat es alles so mitbekommen. Aber ich glaube, die meisten Leute kriegen das ja im Fernsehen oder so gar nicht mit. Nee, die Frage kriege ich sehr oft gestellt. So ein Mechaniker fängt eigentlich 2 Stunden vor Abfahrt im Hotel, fangen die an. Auch wenn die Aufgabe morgens jetzt nur eigentlich pumpen und Räder aufs Dach stellen ist, aber mittlerweile mit der Elektronik möchte man dann auch immer ein bisschen extra Zeit haben, falls was ist, dass man das noch in Ruhe beheben kann. Und ja, dann fahren die Mechaniker zum Rennen. Auf dem Rennen, ja, das ist eigentlich so hoffentlich immer der entspannte Bereich vorm Start, außer Rennfahrer kommen aus dem Bus. Schlaf nachgeholt auch öfter mal. Früher sicher, heute ist alles viel, viel seriöser geworden. Okay. Ja, früher, als ich angefangen habe, das war klar, Rennen und vor dem Rennen, das war noch die Schlafenszeit. Aber jetzt gehen die Mechaniker auch zeitig ins Bett, so wie die Rennfahrer. Hat sich alles ist strukturierter und seriöser geworden. Das ist nicht mehr, dass die nachts durch Party machen. Ey, das ist echt so krass, ne? So als ich Profi geworden bin, wo halt einfach dann so du morgens im Bus reingekommen bist und halt dann zum Teil Staff einfach im Bus halt noch lag. sich quasi ausgeruht hat von der Nacht. Und es immer neue Geschichten gab jeden Tag. Und die auf jeden Fall immer die Örtlichkeiten kannten. Du weißt gar nicht unbedingt Mechaniker, einfach alle. So, man kannte halt dann alle, die Örtlichkeiten. Ja, klar. Das ist so krass, aber ja, wie du schon sagst, ich kann es mir heute auch gar nicht vorstellen mit der Intensität. Und die Verantwortung war natürlich früher auch schon da, aber dadurch ist auch alles viel technischer geworden ist, ne, und viel umfangreicher. Ja, also ich meine, Aerodynamik spielt auf einmal eine Rolle, das war früher halt egal. Luftdruck war früher so, ja, machst du 8 Bar rein. So, weißt du? Reifenbreite hat irgendwie ein bisschen weniger. Ja, genau, Reifenbreite hat auch nicht so richtig interessiert. Laufradhöhe war vielleicht mal ein Thema. Wenn man jetzt, die Option hatte. Wenn man die Option hatte. Aber ich meine, jetzt allein die verschiedenen Räder, zwischen denen du wählen kannst, dann Reifenbreiten, Laufradhöhen. Also ich weiß nicht, also ich war selber als Sportler auch mega anspruchsvoll. Also ich glaube, ich war ein Pain in the Ass für die Mechaniker. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. und ja, also kann mir schon vorstellen, dass das heute einfach alle sind. Dass alle einen gewissen Anspruch haben oder Anspruch höher geworden ist unter den FahrerInnen. Ja, verneine ich jetzt nicht mal. Ja. Ich sage kein klares Ja, aber ich verneine nicht. Ja, ey, das ist ein gutes Thema. Jetzt bist du schon so lange dabei und hast halt auch da selber noch mitgeschraubt und so. Wie gut sind die Verhältnisse zu den Fahrern? Man hat doch bestimmt auch so seine Lieblinge da oder die haben ihren Lieblingsmechaniker, keine Ahnung. Da entstehen doch auch Beziehungen, oder? Ja, ganz klar. Meistens schon was sprachlich, wenn man die gleiche Sprache spricht, hilft schon sehr. Und dann jüngere Rennfahrer gehen meistens zu jungen Mechanikern, ältere Rennfahrer gehen zu den älteren Mechanikern. Ja, so
da gibt es schon so Favoriten. Ganz klar, dann halt noch die Interessen neben dem Radsport, falls vorhanden, spielen dann noch eine Rolle. Das ist ganz klar. Da kommt dann das Menschliche noch hinzu. Da gibt es Leute, mit denen man einfach so auf den ersten Blick gut zurechtkommt und andere, wo man sagt, boah, Alter, muss ich jetzt mit dem hier mich zusammensetzen. Von daher ist ganz klar, gibt es da Bevorzugte und weniger Bevorzugte. Gibt es ja auch oft, dass so... Wer hat bei dir geklickt? Ja, ein paar Mal. Also ich habe mehrere Leute, mit denen ich gut klarkam, wie Rennfahrer. Wo ich dachte, boah, was will der jetzt wieder? Aber auch die gab es. Ja, ist ja auch oft so, dass ein Mechaniker und ein Fahrer so eine ganze Karriere dann ab einem gewissen Zeitpunkt zusammen verbringen. Ne? Also gerade so die großen Fahrer nehmen dann auch oft die Mechaniker mit, wenn sie das Team wechseln. Oder wollen halt immer, dass der Mechaniker bei allen Rennen dabei ist, die er fährt. Wirst du jetzt wahrscheinlich auch in der Mannschaft irgendwie haben, dass du dann auch bei der Planung sowas berücksichtigen musst. Ne? Ganz genau. Und dann, oder bei Physiotherapeuten oder Betreuern ist es ja auch manchmal so, ne, dass dann da so auch echte Freundschaften entstehen. Ne? Ich glaube, André Greipel ist mit seinem Betreuer da heute noch gut in Kontakt zum Beispiel. Und gab es immer Fahrer, die nie ohne ihr Team irgendwo hin wollten. Ne? Ja, ganz genau. Also ich habe früher als Dege bei uns war, habe ich mich dann hauptsächlich in der Klassikersaison oder den großen Rennen habe ich mich mehr um Dege gekümmert. Auch wegen Sprache war dann sehr, sehr einfach zu kommunizieren. Dann Frankfurt-Luxemburg ist auch recht nah für Tests oder Recon oder was auch immer anstand, Fittings. Und dann brauchen die Großen einfach eine Bezugsperson, wo die einfach wissen, dass das Material und dass ich keine Sorgen darum machen muss, die Position auf dem neuen Rad oder nach dem Sturz, dass alles wieder ist wie vorher und sich da keine Gedanken machen müssen und sagen, hat er jetzt das gemacht, hat er den Sattel kontrolliert oder was auch immer, dass die sich einfach keine Gedanken darum mehr machen müssen. Das ist eigentlich der Grund, wie so viele, also Mechaniker. Am Ende der Folge vielleicht nochmal hier Fahrer-Bingo spielen. Ja, es war auch schon ein Gedanke. Aber Paul, siehst du große Unterschiede zwischen den Teams, also in der World Tour? Auch was so Arbeitsbedingungen angeht, ich gehe mal davon aus, Gehälter werden auch unterschiedlich sein, je nach Team. Also sind da noch große Sprünge oder ist alles mittlerweile schon sehr eng beieinander? Ich rede jetzt vom Männerradsport, ich glaube, bei Frauen ist es gravierend. Dann gehe ich mal davon aus, dass ihr da vorne mit dabei seid und dann gibt es Teams, die eher noch nicht so professionell sind. Ja, bei den Frauen ist es echt krass zu sehen, gerade wie jetzt war ich bei der Vuelta, bei den Frauen. Wenn man da die sehr, sehr kleinen Teams hat, die einfach nur ein Auto haben und so einen Sprinter. Und das ist dann für die sieben Fahrerinnen. Und wir kommen dann mit Bus, LKW, 8 Autos an. Das ist dann ein Riesenunterschied. Bei den Männern, da ist alles etwas näher zusammengerückt. Es gibt halt noch immer große Unterschiede zwischen den Top-Teams, die mit großem Budget. Dann kommen wir so als Mittelteam, dann kommen die kleinen Teams noch, wo man dann doch noch Unterschiede sieht, aber das sieht man auch nur im Backstage, also nicht auf den Rennen. Das sieht man dann hinter die LKWs, die älter sind, wo du dann sagst, die Arbeitsbedingungen, die Top-Teams, die arbeiten im LKW, bei uns arbeiten wir noch draußen hinter dem LKW. Das sind so dann die Top-Teams, die kleinen Unterschiede. Ja, wie haben wir eben nicht mehr weitergemacht? Wie geht es nach dem Rennen so typischerweise weiter für einen Mechaniker? Also wenn das Nickerchen, was heute nicht mehr so gibt, vorbei ist, dann Rennen ist vorbei und dann... Ja, dann nach dem Rennen ist immer der Stress. Erstmal vom Rennen so schnell wie möglich weg. Also wenn einer nach dem Rennen einen Mechaniker besuchen gehen will, keine gute Idee. Der hat kein Auge für niemanden. Nur die Fahrräder aufs Dach und zurück zum Hotel. Denn dann geht der ganze Zirkus los, für die ganzen Wünsche der Rennfahrer zu erfüllen für den Tag drauf. Hoffentlich keine Stürze während der Etappe, dass man nicht noch ein neues Rad aufbauen muss. Aber ansonsten, ja, die ganzen Wünsche der Rennfahrer, die schon
per WhatsApp kommuniziert wurden, die dann zu erfüllen für den Tag drauf. Und dass die Räder dann wieder sauber am Start stehen am Tag drauf. Wie lange braucht ein Mechaniker, um ein Rad neu aufzubauen, komplett? Ja, wenn es schon mal vorgebaut war, geht es ja schneller. Dann sind ja schon so Sattel in Position, teilweise Lenker und Vorbau zusammengeschraubt. Dann kriegt man das in 2 Stunden hin. Wenn man so alles neu aus der Kiste von neu aufbaut, dann sage ich immer so 3 Fahrräder pro Tag kann ein Profi-Mechaniker aufbauen. Okay, die sind dann auch gut aufgebaut. Die sind dann normalerweise gut aufgebaut. Ich habe ja auch schon viel Fahrräder aufgebaut. Ich habe gesagt, ich brauche so 5 Stunden. Aber da ist auch immer eine Sache, die gar nicht funktioniert und man dann irgendwie mit Gewalt lösen muss oder so. Aber dann geht's. Kriegst du keinen Vertrag bei uns? Ja. Ich hatte gestern, Scheiße. Ich musste gestern einen Frameswap machen. Alter Schwede, ey. Wir waren zuerst zu zweit in dem Rad, wo ich immer, ich habe mit so einem, mein Radladen, wo ich immer hingehe, Grüße gehen raus. Und die sind auch richtig gut, aber ich habe gerne Kontrolle und hänge da mit an so einem Rad. Und 2 Leute an einem Fahrrad dauert doppelt so lange, habe ich gestern festgestellt. Hm. Und irgendwann bin ich einfach raus aus dem Raum gegangen und dann war es irgendwann auch fertig, relativ schnell. Aber da war dann auch ein kleines Problem, ey, alter Schwede. Und dann ziehst du die Kabel 3-mal durch den Rahmen durch, ey. Oh, Junge, Junge. Da habe ich gestern das Emoji gehabt mit diesem explodierenden Kopf. Ein paar Mal, ey. Habt ihr einen Einstellungstest, jetzt wo du sagst, so kriege ich keinen Vertrag? Nein, ja. Praktikum oder so Probearbeiten und. Nein, also sowieso, falls du eine Bewerbung schickst, dann sprechen wir zurück zu dem Team, wo du vorher warst. Erstens, was ist der Grund, wieso dass du gehen willst oder gegangen werden wurdest? Und dann vertrauen wir einfach auf das Feeling. Okay. Also wenn du nicht gerade sagst, dass du mit dem Hammer arbeitest und das dein Lieblingstool ist, dann kann es sein, dass du in die nähere Auswahl kommst. Aber wie viele Tage absolviert bei euch so ein Mechaniker im Schnitt? Wir versuchen es auf 180 zu limitieren. Wir versuchen es. Ist nicht wenig. So ein halbes Jahr. Aber es ist ein halbes Jahr. Ja, man arbeitet ein halbes Jahr, mein halbes Jahr ist man frei. Ja gut, so siehst du das, wo du aus der Branche. Aber das ist ja, du bist ja dann einfach auch 180 Tage weg, ne? Also es ist ja nicht, dass du dann nach Hause fährst. Also man ist halt dann wirklich einfach weg. Man ist so, meine Schwester arbeitet ja auch im Profiradsport, im Frauenbereich aber. Und das ist halt so, ich habe bei ihr über die Zeit gemerkt, wie sie auch so den Bezug zur Realität, was Zeit angeht, verliert. Weißt du? Also so. Einfach mal 3 Wochen weg sein. Ja, ist doch in Ordnung, es sind nur 3 Wochen. Aber du bist halt gar nicht zu Hause. Ne? Also Sozialleben einfach mal auf 0 gestellt. Und das ist schon krass. Aber habt ihr dann so Teamwohnungen, Teamhäuser vor Ort? Oder wie läuft das bei euch mit dem Personal? Nee, wir haben ein Hotel, mit dem wir einen Deal geschlossen haben. Aus dem einfachen Grund, wenn du ein Haus hast, dann kommst du abends mit dem LKW zurück, dann musst du erst noch dein Bett aufziehen, dann schläfst du deine 4 Stunden bis zum Flug oder bis du aufstehen musst. Dann ist der Kühlschrank leer, du musst dein Bett noch abziehen, Bettlaken in die Waschmaschine tun. Im Hotel legst du dich dahin, schläfst, stehst auf, gehst zum Frühstück und du fährst. Aber das ist nicht bei vielen Teams so, ne? Also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Also ich kenne das. Ist nicht bei allen Teams, ja. Es gibt viele, die haben so Betten im Servicekurs, so, ja, genau. Wo man da schläft. Aber auch wenn man im Servicekurs schläft, wo man arbeitet, dann hört man nie auf zu arbeiten. Also wenn wir so im Dezember im Training, im Servicekurs sind zum Räder aufbauen, so 8 Uhr hören wir auf mit Arbeiten, gehen wir zum Hotel, duschen, essen und dann können wir noch ein Bier trinken. Dann hast du keinen mehr, den zum Arbeiten geht oder ein Rad aufbauen geht oder weiterarbeiten geht, wo man sich so ausgegrenzt fühlt oder, ja, das ist einfach Feierabend. Kopf freischalten. Was ich jetzt gerade krass finde, ich meine, wir wissen das ja natürlich, weil wir irgendwie auch ein bisschen tiefer drin stecken, aber ich glaube, man kriegt so ein bisschen von eine Dimension, wie groß ein Budget von so einem Team eigentlich sein muss. Du hast die Fahrergehälter, das ist ihr Gehälter für das Personal, aber alle Kosten drumherum. Ne? Ich meine jetzt, sich ein Hotel zu leisten, auch wenn es ein guter Deal ist, aber es wird ja trotzdem Geld kosten. Das heißt, allein, dass wir Radsport im Fernsehen gucken können, wie viel Geld da von so einem Team investiert werden muss, ja,
Das ist schon brutal. Ja. 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 Das geht zu viel ab hinter den Kulissen, dass die Rennfahrer da performen können und sich zeigen können auf dem Fernsehen. Ja. Was man eigentlich nie wahrnimmt und nie sieht. So, ich verkneife mir die Frage jetzt schon seit Anfang an. Was hast du gedacht bei dem fucking SRAM-Video von Bauke Mollema? Ja, ich war der fucking Mechaniker im Auto. Als das passiert ist. Ernsthaft? Du? Aber er hat es ja schon so oft gesagt, da hatte wahrscheinlich jeder bei euch schon mal die Chance, im Auto zu sitzen. Ja, aber bei dem legendären Video, da war ich erster Mechaniker bei dem Giro. Erstmal gar nicht wahrgenommen, was passiert ist. Uns wurde nur Mechanical Mollema gesagt und wir fuhren nach vorne, dann war das Problem ja schon gelöst. Und ja, dann ging das Telefon natürlich vom damaligen technischen Manager SRAM. Was ist los? Was ist passiert? Und wir wussten gar nicht, was passiert ist. Also wir haben das nachher im Bus gesehen und wir lagen alle am Boden von Lachen. Bis Bauke kam zurück vom Rennen und das Video dann auch gesehen hat, gesagt, oh fuck, was ist das live on TV? Ja, und das ist jetzt ein legendäres Video. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Auch ikonische Situation, leider. Das ist ein bisschen blöd für einen Sponsor, aber ich glaube, sie haben das auch verkraftet mittlerweile. Ja, ich glaube, SRAM hat das aber, dreht das mittlerweile immer ins Positive um. Nimmt den Kontext sehr oft für Bauke dann zu antworten. Oder als Bauke dann die Etappe gewonnen hat im Tour, haben die geantwortet mit fucking awesome Bauke oder ja, irgendwie sowas. haben das schon gut marketingtechnisch umgesetzt. Ist das ist dann aber wahrscheinlich nicht dein Job. Das geht dann wahrscheinlich übers Marketing vom Team oder kriegst du sowas dann auch ab, wenn sich dann der Sponsor meldet und ist mit irgendwas unzufrieden? Ja, hier würde ich jetzt erstmal volle Kanne Telefon kriegen, was passiert ist. Nicht wegen dem fucking SRAM, sondern wegen dem Problem. Ja, dann nachher würde dann die Marketing-Kommunikationsleute einspringen und sagen zu Bauke, ja, wieso sagst du sowas live auf TV und entschuldige dich und was auch immer noch sein muss, um die Sponsoren glücklich zu halten. Ne? Das ist nicht mehr mein Job. Dafür gibt es dann Kommunikationsleute, Sponsor-Management, die sich darum kümmern. Gibt es einen Katalog, den die Mechaniker abhaken müssen für Präsentation der Bikes? Das irgendwie, weiß ich nicht, das Logo muss immer sichtbar sein oder das muss vielleicht, oder das muss immer sauber sein, das muss immer neu sein. Ja, sauber ist A und O. Also, das muss Mechaniker immer. Ja, sponsorgerecht muss das Rad immer sein, das ist immer so die Richtlinie, wo ich gebe, auch wo die arbeiten, wie die arbeiten. Manche Mechaniker lieben ein anderes Öl als das, was wir bekommen vom Team. Alles okay, es muss nur sponsorgerecht da stehen. Entweder abgeklebt oder überklebt oder was auch immer. Oder nicht sichtbar. Ja, das ist A und O. Nachher, wie ein Rad auf dem Foto steht, das Ventile stehen immer unten, Kurbelarm steht immer waagerecht und für mich eigentlich immer großes Kettenblatt und hinten in der Mitte. Viele wollen großes Kettenblatt hinten klein. Ja, das gibt's, da scheiden sich die Gedanken und die das wollen. Aber ich habe Ventil immer oben. Ja, mach's falsch. Wir haben immer unten. Ja. aber ich sehe gerade selbst bei den Bike-Porns, die mein Partner Sven macht, da sind die auch immer oben. Aber hat wahrscheinlich jeder so seine optischen Vorzüge, ne? Ja, was kann man jetzt? Was auch nichts ändert, ob Ventil oben oder unten ist, der Sponsor vom Reifen muss immer über dem Ventil stehen. Wenn da nichts gegenüber steht, dann auch was. Ja. Welche Produkte kriegt ihr so speziell fürs Profiteam nochmal gemacht? Also, wir reden ja oft darüber, dass es nochmal extra große Kettenblätter gibt für die Profis, die es jetzt so am Markt vielleicht nicht zu kaufen bekommt. Was gibt es noch für Sachen, die
ihr extra von den Sponsoren für die Profis bekommt. Ja, zu den extra großen Kettenblättern gehören ja dann auch extra lange Ketten. Bei den extra großen Kettenblättern gehört ja dann auch ein extra hoher Umwerfer, dass man den extra hochschieben kann. Ja, das sind so, oder Umwerfer, Schaltaugen, die extra hoch sein müssen. Ja, das sind so Dummheiten, wo wir kriegen extra Glied, jetzt mit dem neuen Sponsor von Time für die Profis. Ja, extra Öle. Habt ihr die Ketten auch als Metaware? Nein, wir kriegen die vorgeschnitten. Ich war nämlich vor kurzem in einer Test-Facility eines Gruppenherstellers und da meinten die so, ja, wir verbrauchen so 250 Meter Kette im Jahr oder im Monat, ich weiß es gar nicht mehr. Die hatten die Kette als Meterware quasi. Cool, es wäre auch cool, dann würden die Mechaniker nur so ziehen. Nice, ne? Dann würden die nur so Ketten runterziehen. Gleich wie wir Lenkerband nicht auf Meterware bekommen. Da gibt es auch Teams, die bekommen Lenkerband auf Meterware. Das bekommen wir original verpackt und wickeln. Das ist viel Müll. Sehr viel Müll. Gerade wenn man nur einen halben Lenker wickelt. Wie viele Fremdprodukte sind bei euch im Einsatz? Also sowas, was Equipment angeht. Also ich weiß nicht, ob du ja, also keine Ahnung, so Extensions, was weiß ich. Also Zero. Wir sind sehr sponsorgerecht. Also ist mittlerweile so, dass die Hersteller einfach auch jeden Wunsch erfüllen, ja. Also wenn ihr sagt, keine Ahnung, jetzt, also gerade Zeitfahren ist ja echt ein komplexes Thema, ne? Und auch einfach unglaublich individuell. Also wir würden sehr gerne vielleicht auf so einen Dritthersteller gehen, aber wir haben eine amerikanische Marke als Hauptsponsor. Und Sicherheit in Amerika wird einfach zehnfach groß geschrieben. Und da gibt es nichts verbaut, was nicht von denen 100 Tests bestanden hat auf Sicherheit. Und dann sagen die, dann haben wir lieber die fahren unsere Extensions, die ein Watt langsamer sind, aber wo wir garantieren können, die sind sicher. Ja, von daher, wir sind eigentlich im Team zu 99,9% sponsorgerecht unterwegs. Wie viele Tests macht ihr selber? Sei es jetzt einfach auch Aero-Testing oder Durability-Tests von neuen Produkten? Durability-Tests überhaupt nicht. Wo haben wir das Equipment nicht dafür, für die solche Tests zu fahren? Wir fahren auf Homebikes. Aber ich meine zum Beispiel so ein Ding wie Reifen, ne? Also ich meine, da kommen ja öfters mal von Herstellern einfach neue Mischungen raus und dann kriegt man die und dann darf man die mal testen. Und da ist der Labor zu real immer nochmal ein Unterschied. Ja. Genau. Ja, es ist immer so Training testen, also im Rennen testen darf man ja nie so Prototyp. Das will der Sponsor ja dann auch nicht, dass das irgendwie sichtbar ist. Ein Rennfahrer will auch im Rennen nicht testen mehr. Jedes Rennen ist wichtig. Die Fahrer nur noch zwischen 50 und 60 Renntage im Jahr. Ist nicht mehr wie früher, wo die zwischen 80 und 90 fahren. Das heißt, es wird auf Training getestet. Training fahren die Rennfahrer immer anders als im Rennen. Das heißt, im Training ist das Material immer super und im Rennen ist alles scheiße. Das ist immer das Feedback, was ich so bekomme. Wir haben es zwei Monate im Training getestet, alles lief super, wir bauen nur aufs Rennen. Das ist alles scheiße. Das ist immer gleich. Okay. Ansonsten Aero-Tests, ja, machen wir sehr viele. Ich glaube, jeder Rennfahrer macht einen Aero-Test pro Jahr Minimum. Jeder Rennfahrer? Das nehmen wir. Jeder Rennfahrer. Jeder zählt zum Team. Bist halt bei 30 Fahrern plus wie viele Fahrerinnen habt ihr bei euch im Team? Wahrscheinlich auch 10, 12? 45? 45 das ist halt, insgesamt. Ja, das ist halt schon mega viel und dann wir wissen ja auch von anderen Teams, dass die zum Teil nicht mal Zeitfahrräder zu Hause haben, dann ist natürlich der Aero-Test ganz weit weg. Ja. Okay. Deine Top-Tuning-Hacks. Ob zu Hause reproduzierbar oder nicht, wie machst du ein Rad schneller? Lager. Lager ist das Beste und Günstigste. Es können also Laufräder, Tretlager. Ja, Ketten entwachsen, entfetten.
ja, Lager ohne Fett mit nur ein bisschen Öl, die laufen viel, viel besser als neue Lager mit fettem, mit richtig viel Fett drin und steif. Mhm. Ja, das ist eigentlich der einfachste und beste Trick, wo jeder machen kann. Also so Dichtungen abschneiden auf Lager, dass Oberlager gegen Unterlager frei beweglich ist, dann viel Wartung, aber ist der beste Trick. Ja, genau. Wie oft muss das dann gemacht werden? Ja, sehr oft. Nach jeder Etappe. Ja, oder jede zweite Etappe. Nach Regenetappe dann am besten gleich mal alles auswaschen und fängt man von neu an. Das ist ja dann auch der Spaß im Profiteam. Ne? Dafür ist man ja im Profiteam. Also sagen wir heute Giro-Etappe, ganzen Tag Regen, da nehmt ihr von den, wie viele fahren mittlerweile? 8, ne? Oder 7? Ja, 8. Ja. Wird dann jedes Rad einfach auseinandergenommen und geguckt, ob da alles passt oder baut ihr auch? Ja, Kurbel runter, einmal Lager geprüft. Ist ja dann nur so ein Deckel vorne drauf auf dem Lager, den man so ausklipsen kann. Dann Lager einmal ausgesprüht, mit dem Luftdruck ausgeblasen, neues Öl rein und dann Kurbel wieder montiert. Wie viele Mechaniker habt ihr denn dabei bei so einer Grand Tour dann? 4. Die dauerhaft da sind? 4. 4. Alter, ja. Schwede, ey. Hat sie echt einiges getan. Ja, die Jungs sind nicht im Urlaub, ne? Ja, aber, also, ja klar, 4 hast du. Spricht der Chef. Hast du auch noch Stress, ne? Aber 4 ist halt angenehm. Ich kenne auch noch 2 und 3. Also, 4 ist ja wirklich jeder 2 Räder. Klar sind noch andere Sachen zu machen, aber. Das ist dann auch schon machbar, ne? Ja. Sagt man 3 mit 3 Rädern oder 3 mit 2 und 3 Rädern und dann den Rest kümmert sich um die Autos. Ja. Ein, zwei Fahrer sind nicht so wichtig, da muss man nur einmal drüber sprühen. Das hast du gesagt. Da kommt nur Öl auf die Kette. Genau. Was waren denn jetzt für dich so die besten technischen Neuerungen so der letzten 10 Jahre? Und was war dann wiederum das Nervigste so als Mechaniker oder aus Mechanikersicht? Ja, das Beste ist natürlich Elektronik. Ist schon geil, wenn man dann nur noch Knopf drücken muss und keine Züge mehr ziehen muss. Hm. Am nervigsten ist alles, dass alles im Rahmen liegt. Also früher hast du Bremse nur ein Kabel aus dem Rahmen gezogen, musstest nicht mal Bremse lösen, hast du den Rahmen gewechselt. Heute nimmst du alles auseinander, da alles im Rahmen liegt. Ja, das sind so die größten Änderungen. Scheibenbremsen hatte ich viele Schwierigkeiten, mich daran, da das für mich war immer Mountainbike und Mountainbike habe ich keinen Bock zu arbeiten gehabt. Daher war das volles Neuland. Aber gut, lernt man auch schnell. Kann man die einstellen, ohne dass die quietschen? Ja, mit viel neue Sachen am Tag, neue Bremsbeläge, gut saubern, dann kriegt man das hin, ja. Aber trotzdem quietscht nach der Neutralisation quietscht wieder alles, also ist gar kein Thema. Mit viel Öl auf der Bremsscheibe. Dann ist man länger schnell. Ja. Aber warum ist das so, dass es, also dieses Quietschen, dass das einfach nicht weggeht? Ja, Schmutz. Ölabstände von der Straße, es kriegt man immer Feuchtigkeit, dann sieht es ja schon, Scheibe nicht hundertprozentig gerade ist. Also das Quietschen kriegt man nie weg. War für dich der Wechsel von Felgenbremse hin zur Scheibenbremse, war das für dich so ein Pain-in-the-Ass-Wechsel oder dachtest du, okay, geil, habe ich Bock drauf auf diese neue Technik, macht vielleicht alles ein bisschen komplizierter? Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Alle die Disc Brakes Bike habe ich immer anderen Kollegen gegeben am Anfang, bis ich es nicht mehr vermeiden konnte, die anzufassen. Gerade, dass es immer schleift. Am Anfang war immer Luft im System. Es war einfach zu viel für mich. Also nicht zu viel, aber zu viele Neuerungen und für mich den Sinn nicht drin sah, für jetzt da umzubauen. Was sind so Eigenheiten von Fahrern, gibt es da was Besonderes? Also will einer irgendwie das Lenkerband besonders gewickelt haben oder zum Beispiel doppeltes Lenkerband oder was waren da so die kuriosesten Sachen, die du erlebt hast?
Ja, da gibt es, also wir hatten einen Rennfahrer, der müsste unten viermal Lenkerband haben und oben dreimal. Das war so dick, da konnte man nicht mal, also der hatte vor, ein Lenker war viermal so dick wie normal. Wo man sagt, wieso? Andere, die wollten das richtig dünn, also das durfte kaum überlappen. Dann dürfte aber auch kein Fenster zu sehen sein. Der stand wirklich vor dem Bus und hat jeden Tag geschaut, ob da kein Fenster sich entwickelt hat. Und falls er ein Fenster gesehen hat, müsste man noch vorm Start neu wickeln. Ja, ansonsten haben wir Rennfahrer, egal wie oft er das Rad nimmt, der Lenker ist immer krumm. Jede Neutralisation weiß man, dass man stehen bleibt, Lenker ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Er ist immer krumm. Ja. Gibt es da vielleicht ein Werkzeug? Habt ihr dafür irgendwie einen Laser oder irgend sowas, dass man das gerade einstellen kann? Nee, ne? Ja, hatte ich einmal. Da gab es so eins von Tune. Aber habe ich auch sehr schnell gemerkt, das kann man gerade einstellen. Wenn der Rennfahrer sagt, es ist krumm, ist es krumm. Also kannst du sagen, ich habe es mit dem Laser eingestellt. Der sagt, es ist krumm. Ja, dann stell. Aber das ist auch, ich weiß nicht, das von Kerf weißt du wahrscheinlich auch, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil er fährt kein Speedplay mehr. Aber Kerf hast du ja auch jede Etappe, also wirklich täglich, hinten in der Neutralisation immer gefunden, wenn du ihn gesucht hast. Mit Bernie Eisel hinten am Warten, weil er gerade wieder an seinem Schuh rumgeschraubt hat. Jeden Tag. Ja, solche Macken gibt's. Also es gibt viele Rennfahrer so. Also Neutralisation ist manchmal nicht lang genug für die ganzen Rennfahrer, die ihre extra Wünsche da noch erfüllt werden müssen. Ja, aber witzig auch, wie man heute so merkt, wie interessant das auch für uns ist. So, keine Besenwagenfolge, es würden so viele Fragen geschrieben. Aber ich habe so mit meiner letzte Frage. Wie viel dürft ihr selber entscheiden oder entscheidet ihr, was Material angeht? Das heißt Reifenbreite, Luftdruck und vielleicht auch Felgenhöhe. Habt ihr da bei euch einfach so ein Schema, wonach ihr Sachen entscheidet, oder ist es mit den Rennfahrern überlassen? Also Reifenbreite haben wir vom Team entschieden. Durch Tests haben wir einfach entschieden, dass 28 die Breite ist, wo wir im Team fahren. Rollwiderstand ist am geringsten, aerodynamisch ist es neutral gegenüber vom 26 und Feeling ist, merken die Rennfahrer keinen Unterschied, 28, 26. Luftdruck entscheidet ganz klar der Rennfahrer. Wir geben ihm klar eine Richtlinie oder eine Empfehlung vom Luftdruck. Ansonsten entscheidet das der Rennfahrer. Übersetzungen kann der Rennfahrer frei entscheiden. Er muss auf dem Fahrrad sitzen, nicht ich. Und welches Fahrrad er fahren will. Ob er Aero oder Climbing Bike fahren will, kann er auch frei entscheiden. Ansonsten ist er sehr, sehr viel gebunden an unsere Entscheidungen. Ja, aber kann er nicht viel entscheiden. Macht ihr auch übers Jahr, also schreibt ihr euch dann verschiedene Luftdrücke auf nach Rennen, die quasi als Feedback wiederkommen, sagt, es hat funktioniert und habt dann so eine Liste, wo ihr dann je nach Situation einfach auch den Leuten Tipps geben könnt mit Gewicht, also kommt immer aufs Fahrergewicht auch an? Genau, wir haben mit unserem Sponsor Pirelli haben wir so Tests gemacht auf Gewicht, wo wir dann eine Excel-Tabelle haben, wo die Rennfahrer eigentlich spielen können und sehen, wenn sie 2 Kilo abgenommen, wie viel der Luftdruck sich eigentlich ändert bei verschiedenen Reifenbreiten. Das ist allerdings nur eine Empfehlung. Viele fahren danach, viele auch nicht. Die sagen, okay, ich fahre jetzt immer 6 Bar und das ist mir egal. Das fühlt sich gut an. Andere, die spielen tagtäglich mit der Excel-Tabelle rum und steigen morgens auf die Waage und sagen, okay, heute fahre ich 5,9 und 5,95. Denn das sagt Excel mir. Da gibt es auch wieder viele. Aber da macht Pirelli, muss ich sagen, sehr, sehr viele Tests mit. Luftdruck auf Rollwiderstand und wie sich die Verformung des Reifens und das Feeling dann gegenüber zum Schlauchreifen anfühlt. Da macht Pirelli sehr, sehr viel Test. Ich meine, die kommen auch aus der Formel 1, ne? Da hat man ja, also da ist ja Luftdruck einfach ein krass sensibles Thema. Eigentlich ja im Straßen- oder im Radsport ja auch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So. Also zumindest nicht so ins Detail getrieben. Aber eigentlich ist es schon mega relevant, weil Rollwiderstand hängt davon ab, der Grip. Genau. Und auch die Haltbarkeit von so einem Reifen. Ne? Und deswegen, ja. Ja, aber ich glaube, der Fokus kommt da eh immer mehr hin was für ein Luftdruck man eigentlich fahren sollte. Es wird immer mehr ins Detail. Also
Du sagst, früher war das alles eigentlich jedem egal, jeder stand am Start. Ob 50 Kilo oder 90 Kilo mit 8 Bar. Ja, ja. Und heute war wirklich so, ja. Wird am Start noch gepumpt auf 0,1 Bar genau und der Rennfahrer kommt dann raus und sagt, ja, ich will aber trotzdem 0,1 Bar weniger, als was du gepumpt hast. Und dann fängt man wieder bei 0 an, ne? Da muss man auch eine gewisse Toleranz haben, ne, gegenüber so Wünschen von Fahrern. Ja, sehr. Da lernt man einfach, ruhig zu bleiben und einfach zu machen. Keine dumme Frage zurückstellen, einfach machen und sagen, okay, er hat das jetzt und dann ist das Thema erledigt. In deiner neuen Position jetzt, wie viel oder wie genau gibt ihr Feedback zu den Herstellern? Könnt ihr jetzt auch sagen, ey, der Reifen oder das Laufrad ist zu langsam, wir brauchen was Schnelleres? Oder ist es eher so, ihr kriegt erstmal das, ja, was ihr habt und gibt dann Feedback? Ja, ganz klar, wir kriegen mal was die haben und dann schauen wir. Wir testen auch Material von der Konkurrenz. Also okay. Gehen Reifen fragen bei anderen Teams oder kaufen oder und dann testen wir die selber auf Bahn oder Windtunnel. Schicken die zu Pirelli oder zu Trek und lassen die testen. Einfach um zu sehen und den Rennfahrern zu sagen, okay, das Laufrad ist vielleicht schnell, in der anderen Maßgabe, in unserem Rad ist es einfach nicht schneller. Und falls wir was Schnelleres finden, haben wir ein Druckmittel in der Hand für Trek oder Pirelli, dass wir etwas Schnelleres zeitnah bekommen. Gut. Ich würde sagen, Fragestunde langsam dem Ende entgegengekommen. ja, war mega spannend auf jeden Fall. Es wurde auch schon oft gefragt von Hörerseite aus, könnte ich mal einen Mechaniker, der von Technik Ahnung hat. Mechaniker, der von Technik Ahnung hat. ich bräuchte jetzt auch noch einen. Ich muss jetzt noch mein Rad in die Radtasche packen. Auch richtiges Hate-Thema. Aber gut. Ich kann dir eine Präsentation schicken. Ey, das ist auch so. Ey, das habe ich mittlerweile auch gelernt, ne? Also bei den großen Teams gibt es ja mittlerweile für alles eine PowerPoint. Das ist ja brutal. Also. Geil. Nee, also das kriege ich noch hin, danke, aber falls ich Rückfragen habe, melde ich mich. Da gibt es keine Fahrer, die wissen nicht mal, welchen Weg man Pedale runterschraubt. Also von daher braucht man die, ne? Ja, das stimmt schon. Ich meine, das, was ich jetzt mache, da musst du halt auch schrauben können. Von daher, das ist gezwungenermaßen, weiß ich das. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass viele, gerade dass dadurch, dass Radsport so mega professionell ist, halt damit auch gar nicht mehr aufgewachsen sind. Also unsere Generation, wir sind ja alle eine Generation. Also ich kenne das gar nicht anders, als selber an meinem Rad rumzubasteln. Ich weiß nicht, wie es bei Andi war, aber von daher, ich kann mir das gar nicht vorstellen, es nicht zu können. So, aber anscheinend ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Wenn man macht also so heute 90% wissen nicht mal, welchen Weg eine Schraube aufgeht. Das ist echt krass. Macht ihr dann noch so in Trainingslagern so Workshops mit den Fahrern? So gewisse Basics auch einfach zu erklären? Was mir zum Beispiel immer aufgefallen ist, dass viele Fahrer wissen gar nicht, wie man, ich weiß gar nicht, ob es bei SRAM geht, aber bei Shimano kannst du ja die Schaltung resetten quasi, wenn die mal nicht mehr funktioniert. Viele Fahrer wissen das anscheinend gar nicht, halten dann an, weißt du, müssen das Rad tauschen und so und dann siehst du, wie der Mechaniker die Schaltung resettet und wieder aufs Dach draufstellt. Ja. Also das müssten ja eigentlich die Fahrer wissen, dass sie so während der Fahrt einfach so ein paar Probleme auch selbst beheben können. Ne? Ja, das sind so Sachen, die wir den Fahrern dann im ersten Trainingslager zeigen. Bei SRAM Batterien wechseln, dass auch Batterien im Schalthebel sind, wie man die wechselt, Batterien im Powermeter resetten. Ganz wichtig, Powermeter ist ja, ohne Powermeter kann man das Rad ja nicht mehr fahren. Heutzutage. Da kommt ja sonst kein Power rein. Nee, eben. Wenn es nichts anzeigt, kommt auch nichts rein. Also. Ja. Und Feeling gibt es nicht mehr, ne? Welches? Also, das sind alles Sachen, die zeigen wir den Rennfahren dann im Dezember. Ja, cool. Welches Rennen macht man am liebsten als Betreuer, Mechaniker, ist ja egal. Also Rennfahrer haben ja ihre Lieblingsrennen, habt ihr mit Sicherheit auch, oder? Ja, ganz klar. Ich habe immer die Klassiker, mochte ich immer sehr und dann die Tour. Okay. Das ist einfach Klassiker, immer was Neues ist. Das Material muss stimmen und dann die Tour wegen dem Stress. Mochte ich sehr. Okay. Und noch das schlimmste Rennen?
was man machen kann? Also sehr, sehr kleine Rundfahrten. So Kroatien-Rundfahrt oder das waren so wirklich so, wow, muss ich da hinfahren? So weit weg mit dem LKW. Hm. Und dann sehr, sehr kleine Rundfahrten. Lange Transfers, das sind so, wow. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, ne? Nicht, dass du auch eh viel unterwegs bist, du bist immer im Auto unterwegs. Ja, Mechaniker sind immer im Auto oder LKW, noch schlimmer unterwegs. Ja. Also, wenn die mit dem Auto fahren dürfen, dann umarmen die dich und sagen, wow, danke für das Geschenk. Aber wenn die mit dem LKW nach Kroatien fahren müssen, dann sagen die, boah. Oder wie letztes Jahr nach Griechenland, da waren die 4 Tage unterwegs, da haben die sich echt bedankt, die Jungs. Ich hätte echt gedacht, dass so ein Rennen wie Roubaix kommt. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Für dich persönlich, das Rennen mit dem größten Stress psychisch gesehen bis jetzt für dich? Also wo der höchste Druck auf dir gelastet hat? Ja, Roubaix gibt es nicht mal eine Minute Ruhe, wo die Rennfahrer pinkeln gehen. Das gibt's da nicht. Das von Start bis ins Ziel gibt es keinen guten Moment für einen technischen Defekt. Bei anderen Rennen kann man sagen, okay, Spitzengruppe ist weg, jetzt hat man 100 Kilometer Ruhe. Wenn was ist, ist gar kein Thema. Und dann nachher, nach 190 Kilometer, wenn was ist, Pech, ging schief. Bei Roubaix, bei Kilometer 5, dann kann es sein, dass der Rennfahrer schon tot wieder zurück am Hauptfeld ist und sich nicht mehr erholt bis nach Roubaix. Roubaix ist einfach das schlimmste Rennen für Mechaniker. Okay. Ich würde Fahrerbingo vorschlagen. Oder? Ja, zieh durch. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Leute betreut in deiner Karriere. Wer war der angenehmste? Oder kannst du auch mehrere Beispiele nennen? Und wer hat am meisten genervt mit Lenkerband wickeln oder sowas in der Art? Ja, sehr angenehm war Dege. Er wusste, was er wollte, aber wenn das war, dann war alles perfekt. Sehr, sehr angenehm ist auch Mats Pedersen. Er weiß auch, was er will. Aber auch wenn es einmal schief geht, er sagt dir das und dann ist die Sache vergessen. Der Schrecklichste mit dem Lenkerband, das ist so Eugenio Alafacci. Ein sehr, sehr netter Rennfahrer, aber vier Lenkerbänder am Tag, schrecklich. Und den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, und dann Nizzolo. Auch Pain in the Ass, was sein Lenkerband angeht. Zu dick nicht gut, zu dünn nicht gut. Es musste schwarz sein, es durfte nie weiß sein. Also, ja, war nie gut. Egal, wie man es gemacht hat, es war nicht gut für ihn. Aber was ist, wenn die Team-Policy ist, dass weiße Lenkerband gefahren wird? Durfte er dann schwarzes fahren? Er hat so lange genervt, bis der schwarz gefahren ist. Okay. Könnt ihr so Kündigungsgründe weitergeben? Ja, ich glaube, so Lenkerband, das reicht nicht. Diese Fahrer bitte nicht Vertrag verlängern. Ja, das also, können wir sagen, aber es wird nie passieren. Also, falls die dann doch Rennen gewinnen, dann ist das egal, welches Lenkerband die fahren. Eine habe ich noch zum Abschluss, aber es ist wirklich meine Abschlussfrage. Wann trinken wir Glenlevan? Es gibt eine Flasche noch hier zu Hause. Ja? Und die werde ich mit ins Grab nehmen. Kriegt man den nicht mehr, oder? Nein. Okay. Ach krass, okay. Also wenn ihr eine findet, trinken wir die gerne zusammen. Check mal eBay. Ja, wir kommen ja auf jeden Fall irgendwann nach Luxemburg. Andy Schleck hat uns auch eingeladen. Super. Und machen da ein bisschen Live-Podcast und du bist jetzt auch schon mal eingeladen, wir sagen Bescheid. Okay, gerne. Vielen Dank, dass du da warst, das war geil. Danke euch. Ja, vielen Dank. Danke dir, Glenn. Wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder. Aber jetzt mal, die Luxemburger Liste wird ganz schön lang, ne? Also wenn wir da einen Live-Podcast machen, können wir fast schon nur Gäste einladen. Oder wenn wir abends, ja, macht schon nichts. Oder wenn wir abends einen trinken gehen, wird die Runde auf jeden Fall auch schon ein bisschen größer. Halb Luxemburg dann am Start. Wir müssen ja auf jeden Fall nichts bezahlen, weil der König von Luxemburg uns eingeladen hat. Richtig. Okay, vielen Dank. Okay. Danke ciao, euch. Ciao. Besenwagen-Anruf, Beantworter. Hallo, liebes Besenwagen-Team. Hier spricht der Thomas aus Irland. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zum Podcast von letzter Woche mit Lars Teutenberg,
wo ihr ja gesagt habt, dass er einer der Ersten ist, die sich darum gekümmert haben, dass Fahrräder so schnell sind, wie sie heute schnell sind, also der sich um Aerodynamikentwicklung, Aerodynamikoptimierung, Position auf dem Fahrrad und sowas alles verdient gemacht hat. Und das ist sicherlich auch alles richtig. Aber ich wollte nochmal die Anmerkung machen, dass es da durchaus ältere Entwicklungen gibt und große Schritte auf dem Weg zu schnelleren Fahrrädern, aerodynamischen Komponenten, angepasster aerodynamischer Kleidung und der Entwicklung von Reifen ganz besonders wurde tatsächlich in der DDR gemacht. Und im Paul-Voss-Markt jetzt da vielleicht besonders freuen und ihm das Herz aufgehen. In der DDR wurde ab den späten 60ern, Anfang der 70er, Überlegungen angestrebt, wie man mit dem vorhandenen Material oder neu entwickeltem Material wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil bei den großen Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen erzielen kann, indem man Fahrräder und Komponenten aerodynamischer gestaltet. Das lief über die DHFK in Leipzig. Und das führte dazu, dass 1972 bei den Olympischen Spielen in München schon erstmals in der DDR-Olympiamannschaft Laufräder mit Flachspeichen, also Messerspeichen, wie wir sie heute nennen, eingesetzt wurde, 1972 schon. Und das wurde erst später von DT Swiss kopiert, die dann damit groß geworden sind. Und spätestens ab 1975 hat Hans Kochlik für die Olympiamannschaft angefangen, komplett muffenlose Rahmen zu löten mit aerodynamischen Hauptrohren. Die wurden kalt gepresst, kalt in aerodynamische Form gepresst und dann verlötet, um den Windwiderstand zu mindern. Ab 1979 dann gab es die bekannten Hörnerlenker von mittlerweile Textima, wie es hieß, Kombinat Textima. Wunderschöne Maschinen, diese Hörnerlenker, nach vorne abfallendes Oberrohr, Bullhornlenker, der am Gabelkopf an einem speziellen Vorbau angefertigt war, der am Gabelkopf angelötet war. Diesmal hat sie die DDR von den Schweizern wiederum kopiert. Die blieben auch eine ganze Weile in Betrieb. Ab 1981 fing man dann an, in der DDR mit unterschiedlich großen Laufrädern zu experimentieren. 24 Zoll Vorderräder, 26 Zoll Vorderräder oder auch 24 Zoll, 24 Zoll, also am Vorder- und Hinterrad jeweils kleine Laufräder. Ab 85 kam dann die FES mit dem ersten Carbon-Scheibenrädern. Ab 87 hat die FES in Berlin dann sogar die ersten Carbon-Rahmen gebaut, die ersten Carbon-Monocoque-Rahmen, muss man dazu sagen. Und das ist natürlich alles vorrangig für den Bahnradsport gewesen. Auf der Straße hat das alles viel, viel weniger Einfluss gehabt. Dort wurden hauptsächlich Colnagos genommen für den Straßenradsport und fürs Straßenzeitfahren. Wollte ich bloß noch mal kurz anmerken. Danke euch und freue mich schon auf die nächste Folge. Danke und Küsschen.